zum Abschlussstatement. Wir haben jetzt zum Schluss über die Lobbyingarbeit gehört. Vorher haben wir die Funktion der Märkte im Strom- oder auf der Gasseite gehört und gesehen. Und wir haben bei der Funktion der Märkte gesehen, dass kleine Mengen in Mangelsituationen große Ausschläge bei den Preisen machen. Dass die Märkte, wenn sie knapp werden, volatil werden. Das bedeutet, mit dem Potenzial von Biogas in Österreich, ob das jetzt bei den Studien von 10, 20 oder 30 Terawattstunden sind, gehen wir mal davon aus, dass wir 10 bis 20 Terawattstunden in mittelfristiger Zeit, wenn der Rahmen da ist, leicht schaffen. Das heißt, mit 10 bis 20 Terawattstunden, wenn man den Kurven und den Ausführungen glauben darf, haben wir einen relativ großen Einfluss auf die Preise. Das bedeutet, wenn wir den politischen Rahmen setzen, diese 10 bis 20 Terawattstunden zu heben, machen wir mit 10 bis, das sind ungefähr 15 bis 25 Prozent des inländischen Gasverbrauches, schaffen wir mit den Rahmen die Beeinflussung von 80 Prozent des Preises. Das wäre doch eine Herausforderung, mit heimischem Potenzial, mit heimischen Rahmenbedingungen, vielleicht ein bisschen höherpreisig, aber mit regionaler Wertschöpfung, die anderen 80 Prozent nach unten zum Drucken und im Endeffekt einen Erfolg für die österreichische Biogasbranche und für die österreichische Energiewirtschaft zu schaffen. Unser Angebot von der Branche ist, dass wir bereitstehen, dieses Potenzial zu heben, dass wir vom Verband bereitstehen, die Umsetzung in der Politik zu begleiten und wenn wir es gemeinsam machen, vielleicht den Rest in der Wirtschaft, in der Politik wirklich davon zu überzeugen, dass ein Grüngasgesetz diesen Turnaround schaffen könnte. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen die Botschaft ausgebracht. Die Aufbruchstimmung ist da. Wir werden uns weiter bemühen, diesen Turnaround zu schaffen. Und das wären die Abschlussworte für den heutigen Tag. Applaus